Ich freue mich jetzt sehr. Ich sitze hier auf der Rapid-Couch und hier bei mir unser Torhüter Richard Strebinger. Richard, herzlich willkommen. Danke. Jetzt ist es so, dass Torhüter eher als nicht so ganz einfache Menschen bezeichnet werden. Ich muss das ein bisschen widerlegen, weil ich habe in den vielen Jahren Rapid viele Torhüter erlebt und da waren eigentlich alles klasse Burschen. Wie geht's euch? Ihr seid jetzt so ein Dreiergespann. Der Jan Novota ist jetzt zurückgerückt auf Position 2. Versteht man sich gut? Trainiert man miteinander herzlich? Wie geht man miteinander um? Ja, wir verstehen uns hier super. Also ich muss sagen, ich habe es auch schon in Vereinen erlebt, wo es nicht so einfach war. Aber hier ist sehr gut. Also wir verstehen uns alle richtig gut und pushen uns im Training gegenseitig. Und gerade der Konkurrenzkampf bringt auch einen weiter. Was war so für dich im letzten halben Jahr so dieser ausschlaggebende Punkt, dass es jetzt so rennt? Ja, natürlich habe ich jetzt, ja, es ist immer schon blöd, finde ich, sich selbst zu loben, aber so, was man halt von den anderen mitbekommen hat, halt gute Spieler abgeliefert. Freue mich natürlich, wenn ich da der Mannschaft helfen kann, auch wenn wir dann eben den einen oder anderen Punkt vielleicht mehr holen, weil ich dann eine gute Parade zeigen kann. Ja, also, dass es jetzt so kommt, auch wenn es vielleicht manche überraschen mag, mich überrascht es nicht, weil ich arbeite jeden Tag hart an mir in allen Bereichen, physisch, balltechnisch, auch mental. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann ich das dann auch am Platz zeigen darf und zeigen kann. Und jetzt ist es soweit. Wie alt bist du genau? 23. 23. Aber du stehst schon voll im Leben. Frau, Kind, warum ist das alles so schnell bei dir gegangen? Klar abgesteckt? Na, eigentlich abgesteckt war es nicht, aber ich meine Frau damals kennengelernt habe und sie ist dann auch ziemlich schnell zu mir nach Bremen gezogen. Da war es dann eigentlich klar, dass sie halt die Frau fürs Leben ist. Und ich bin jetzt froh, wie es so gelaufen ist. Und ja, also wenn sich einer bereit fühlt, dann kann ich sie auch nur raten, früh Vater zu werden. Also es ist das Schönste auf der Welt, wenn ich jetzt heimkomme und meinen Kleinen nehmen kann. Also das ist, läuft zurzeit perfekt. Ganz kurz noch zur Situation bei Rapid. Wir sind in die Saison gestartet, sehr erfolgreich, neues Stadion, Europa League Gruppenphase, darf man nicht vergessen, wir haben uns qualifiziert für die Gruppenphase. Ein bisschen stottert der Motor. Warum? Ja, wir besprechen das eh intern. Es hat natürlich mehrere Gründe, aber ich glaube, keiner sucht die Ausrede jetzt an der Doppelbelastung oder vielleicht an der Dreifachbelastung jetzt noch mit dem Cup. Ich glaube, wir sind alle fit genug. Das hat man auch gesehen, dass in Ried jetzt nicht dran gelegen ist, dass wir zu müde waren. Wir müssen einfach schauen, dass wir halt unsere Leistung konstant abrufen. Dass wir nicht so Auf und Abs haben, wo wir sagen, wir gewinnen 5-0 gegen Ried, 4-0 gegen Admira und verlieren dann aber in Altach oder jetzt in Ried. Wir müssen einfach schauen, dass wir das hinbekommen, dass wir in jedem Spiel auch mental eben voll da sind. Also ich glaube nicht, dass so, wie es vielleicht manche denken, dass das Überheblichkeit ist, sondern irgendwo vielleicht dann doch eine gewisse Müdigkeit bei den vielen Spielen. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir das noch besser hinbekommen. Bei dir muss man ein bisschen aufpassen, weil denn vor wenigen Tagen hat eine Moderatorin schon gleich irgendwo die Antwort bekommen, das ist eine blöde Frage. Ich versuche sie jetzt nicht blöd zu stellen. Aber ist beim Richard Strebinger das 1-gegen-1 so etwas, wo du sagst, ja, ich glaube, da bin ich ziemlich stark? Ja, ich möchte nochmal nur zu dem Interview nochmal kurz Stellung nehmen. Also mein Ziel ist nicht, weil das ja dann doch medial ein bisschen hochgepusht worden ist, durch Interviews aufzufallen, sondern eher durch Leistungen am Platz. Aber ja, beim 1-gegen-1 fühle ich mich sehr gut und zurzeit ist es, glaube ich, geht sehr gut auf, wenn der Stürmer auf mich zuläuft. Ja, aber auch da steckt auch viel Training dahinter. Sogar auch ist nur, wenn ich einen anderen Tormann, wenn ich deutsche Bundesliga schaue und schaue, was er macht vielleicht im 1-gegen-1. Zum Beispiel der Roman Bürki von Dortmund macht das auch sehr gut. Oder auch im Training mit Maximilian Entrop mache ich sehr oft 1-gegen-1 Situationen. Dass man auch da schaut, sich da zu verbessern. Weil das gerade bei einer Mannschaft wie bei Rapid, wo du in der Liga eher mal an Konter läufst, wo dann der Spieler, immer Stürmer, vielleicht mal alleine auf dich zuläuft, wie zum Beispiel in Graz war, da kommt es vielleicht bei uns öfter vor als bei einer Mannschaft, die sowieso tief steht. Und da arbeite ich dran und ja, ich glaube, das kann man ganz gut sehen. So lassen wir das stehen. Ich sage Dankeschön für das Interview.